Hallo, herzlich willkommen zur aktuellen Wochenenergie vom 15. bis zum 21. Oktober. Ja, auch diese Woche haben wir herausfordernde weiterhin Aspekte, aber auch ganz wundervolle Aspekte mit der Venus und dem Merkur. Also ganz viel auch schöne Dinge jetzt zu tun, sich auszudrücken, Kommunikation achtsam zu sein, liebevolle Herzkommunikation zu führen. Denn die Venus ist nach wie vor in Spannung mit dem Mars. Und die Venus, wie ich ja schon auch erwähnte, in dem Venus-Spezialreading rückläufig. Und wir kommen jetzt ja in einen ganz tollen Orbit mit der Venus dann zum 25. die Woche darauf, wo wir ganz große kosmische Venus-Downloads bekommen an diesen Portaltagen. Der Vollmond spielt natürlich da auch noch mit rein, einen Tag vorher oder zwei Tage. Also es gilt dann schon die ganze nächste Woche, also ab dem 20., 21. Ja, und in dieser Woche haben wir eben harmonische Aspekte astrologisch, wo uns darauf hinweisen, weiter bei uns zu sein, mit dem Herzen zu kommunizieren. Und ja, auch die Engel sagen uns hier, und hier komme ich schon gleich in die allgemeine Botschaft hinein, mit den wundervollen gelben Andara Crystals und hier einen wundervollen orange-goldenen mit ganz vielen Regenbögen, dass es für uns alle geht, Lebendigkeit. Ja, Lebendigkeit, Freude, Schönheit, uns auch den schönen Dingen in dieser Woche noch zu öffnen und es zu genießen, auch das Wetter. Das schöne Wetter hat auch mit diesen Mars-Konstellationen zu tun, diese sehr hitzige Energie, weil er ja immer noch sehr nahe steht und Aspekte bildet. Es ist auch ein bisschen herausfordernd mit Pluto und Sonne auch noch in dieser Woche. Also es können auch durchaus noch, wenn es unerlöst sind, Machtthemen und Ohnmachtthemen sein. Also generell mit Kommunikation, männlich-weiblichen Themen oder Personen, Verbindungen achtsam zu sein. Und dafür geben uns hier aber die Engel ganz hohe kosmische Energien, wo uns sagen, ja, öffne dein Herz, lass die Lebendigkeit, die Fröhlichkeit und die Liebe walten hier. Und da möchte ich auch gerne Einstimmung machen. Du kannst derweil schon wählen hier aus den drei Andaras. Wir haben die Drachenbotschaften. Ich habe hier mal ein ganz spezielles Tarot vom Ciro Marchetti gewählt und auch eine Cards of An, eine Karte von Solara, der spirituellen Lehrerin, wo wir auch schauen, spirituell, aber auch eben hier, was dich noch in der Dualität oder in diesen Spannungsfeldern herausfordert oder wo du auch noch mal ein bisschen schauen darfst. Und du darfst hier wählen aus diesem wunderschönen Syrian Angel Andara. Und auch hier die Woche kommen neue. Wer da schon wartet oder reinschauen möchte, ich habe auch noch Besonderheiten, auch Kristallschädel werde ich jetzt vermehrt reinstellen. Also immer mal wieder schauen. Hier diesen wunderschönen, Electric Blue. Genau richtig für die Herzkommunikation, fürs Halschakra, was nach wie vor bei vielen aktiv ist. Also bei mir auch weiterhin die Stimme, was auch für Venus, Merkur steht. In dieser Konjunktion in dieser Woche. Also ich merke das ganz genau, dass hier ganz viel umgestellt und umgeschaltet wird. Und hier einen wunderschönen, klaren, ein Cosmic Eyes hier wie so Strahlen auch drin, wie ein Engelsflügel hier. Und es ist auch ganz spannend, was man in den Andara Crystals alles sehen kann. Viele tragen, wenn man sie ins Licht haltet, wirklich Lichtwesen, Orbs, Strahlen, ganz spezielle Energien. Ja, hier ist wie ein Engelsflügel hier, wo so rechts und links aufgeht. Man kann immer wieder Neues entdecken und
Wer hier auch Infos möchte, kann mich gerne anschreiben. Ich verlinke ja auch immer alles und ich werde jetzt auch demnächst die Tage ein Video reinstellen. Es gibt auch für alle, die da Interesse haben, jetzt Downloads, so Kurzdownloads für einen kleinen Preis zu bestellen mit der Lichtsprache und Klangfrequenzen, so eine Medi, die ich aufgenommen habe für Nierenmeridianreinigung, zweites Chakra, Blutslinie reinigen, Heilung hier auch mit den Ahnen und Themen vom zweiten Chakra, Sternenaktivierung, deine Sternenlichtcode-Aktivierung. Und als nächstes gibt es noch eine Rückverbindung mit Avalon und deinen Gaben, deinen Wurzeln, auch deinen Spirit. Alles mit der Lichtsprache und eben Klangfrequenzen sind sehr intensiv und die kann man sich dann auch immer wieder, wenn du dir die dann runtergeladen hast, anhören. Und ja, auch da und eben das Zoom-Webinar, das ich ja anbiete, zum 25. gerne auch die Aufzeichnung. Ja, dann, wie gesagt, wähle hier aus deinem Andara-Crystal oder einfach ganz spontan hier nach der Botschaft. Und wir machen die Einstimmung hier. Ich möchte noch anmerken, wir haben natürlich, wie kann es anders sein, auch heute wieder ganz hohe Sonnenaktivitäten, also Sonnenwinde. Das heißt, wir haben sehr starke Einströmungen. Also hier diese Lichtcodes, was uns die Engel hier schon sagen, was uns aber mehr eben in diese Lebendigkeit, in diese Herzenergie bringen möchten. Also genau heute. Es kann also auch wieder durchaus die Technik ein bisschen quer laufen oder eben unser Körper, unser Lichtkörper auch wieder hier vibrieren oder ich sag mal auch auf Körperebene bei dem einen oder anderen sich hier Symptome zeigen. Natürlich auch bitte mal abklären lassen. Und es wird dann ab heute und morgen, übermorgen noch mit hineinschwingen. Also wer hier sensibel ist, bitte da achtsam sein einfach. So, dann hat sich hier auch ganz spannend für diese Einstimmung der Gabriel gezeigt. Die Gabriel-Klanggabel und Genesis-Code. Und ich habe ja bestimmte Frequenzen auch an Klängen. Und wenn du magst, sei jetzt gern dabei, dass wir uns kurz öffnen für die Engel, für diese Lichtfrequenzen von diesen wunderschönen kosmischen Lichtströmen und den Andaras. Gerne schau einfach hinein und die Andaras wirken ganz stark auch übers Auge, über auch das Bild, ja. Und das aufzunehmen, welche Frequenzen jetzt mit den Klängen hier auch speziell Gabriel und Genesis heißt immer auch Neukodierung zu dir einfließen möchten in Verbindung mit diesen kosmischen Strahlen. Und ansonsten spul einfach das Video vor. Atme tief ein und aus. Öffne dich. Öffne dich ganz diesen Frequenzen, dein Herz auszudehnen, zu öffnen. Deine Fußchakren, Wurzelchakra einatmen nach oben. Durchfluten, öffnen, ausatmen, Kronenchakra, Seelenstern bis zur göttlichen Quelle deiner Sternenherkunft, deiner Verbindung, den Engelfrequenzen, spüre die Leichtigkeit, Gelb-Gold fließt ein, öffne dich. Spüre die Engel, spüre die hohen, lichtvollen, liebenvollen Frequenzen, die jetzt einfließen. Deine Hände, dein Herz. Gabriel, bring das Neue, öffne dich, lausche den Botschaften. Vielleicht empfängst du Symbole oder eine Botschaft für dich. Iria et Elei, Timia, Unsuri, Tra Amei, Tra.
lass diese Frequenzen in all deine Zellen strömen, dich durchlichten, Frieden, Freude, Lebendigkeit, dich wieder zu fühlen. Die Freude, sagt Gabriel, die Freude, das Licht, die Klänge, spüre, lausche der Natur, den Botschaften, zart. Spüre, wie die Engelsflügel dich berühren, federleicht, dein Herz erklingen lassen. Berühren all deine Blütenblätter deines Herzchakras. Friame. Tin Ari. Tin Ari. Fühle deine ganze Schönheit, deine göttliche Ich Bin-Frequenz. Ich bin pures Licht. Pure Göttlichkeit, lebendig, fühle ich, spreche ich in Liebe. Und Gabriels Strahl fließt tief in all deine Chakren, weiß, gold, orange. Atme es und bring es zur Erde hinab, durch deine Füße. Fühl das Prickeln all deinen Zellen, deinen Energieschichten, deiner Aura. Und dies füllt dich auf. Lässt dich leuchten und alles Belastende wird hinausgespült. Freude, Leichtigkeit, ja, ich bin göttliches Licht. Ich öffne mich den Engeln der Freude, der höheren Schwingung, der Lebendigkeit. Und so ist es. Arami, Arami. Atme tief ein und aus. Spüre und fühle jetzt einen Moment hinein, wie viel leichter und höher schwingend du dich jetzt empfindest. Und das ist ganz wichtig. Lass dich nicht von negativen Dingen, belastenden Dingen, auch wenn sie natürlich noch zu unserer Welt gehören, zu stark beeinflussen, reinige immer wieder dein Feld. Richte dich aus, ruf die Engel, hier Gabriel, das goldene, orangene, weiße Licht und bitte darum, geklärt zu werden, deine Schwingung zu erhöhen, durch Musik, durch Klänge, durch Lichtspracheworte. Oder Mantren, was auch immer für dich richtig ist. Oder zu tanzen, dich zu bewegen. Wir brauchen jetzt alles, um eben unser Feld immer wieder anzuheben. Ne? Also das ist auch aktive Herzarbeit, aktive Lichtarbeit. Denn in dem Moment, wo du deine Schwingung wieder anhebst, kommst du wieder in eine Klarheit, in eine Mitte, in deine Ausrichtung, es kommen wieder Lösungen, plötzlich, ja, öffnen sich wieder Türen, ja, es geht wieder weiter, Dinge regeln sich, einfach weil du dann wieder angebunden bist. Ja, dann schauen wir rein in die erste Botschaft, diesen wundervollen Cyan Angel, in diese mintgrüne Energie, was auch ganz, ganz hochschwingend ist. Auch hier, nur mal zur Info, habe ich ja auch Aktivierungen mit diesen Andara Lemura Codes, ganz wunderbar, Delirian Light Codes oder Lemura Light Codes als Download. Wow, jetzt schauen wir mal hier. Ui, hier wird es ganz spannend. Ich fange mal an mit der Drachenbotschaft. Hier kommt schon mal der Wasserkelch.
was schon mal ganz toll passt zu dieser Energie. Es heißt hier, bei dir geht es ganz viel um Reinigung mit dem Wasserelement. Es darf hier was, auch deine Emotionen, dein Energiefeld. Wasser ist ja Reinigung, in Fluss kommen, Befreiung, aber auch eben Gefühle. Und wenn ich schaue, hier kommt eine ganz intensive Botschaft. Lass dich nicht erschrecken. Diese Tarotkarte zeigt hier den Tod. Das heißt aber, dass du in dieser Woche ganz klar aufgefordert bist, etwas loszulassen. Etwas will sich klären, bereinigen, abschließen. Vielleicht bist du an einer Phase, in einer Situation, ob das partnerschaftlich ist, beruflich, spirituell, in deinem Weg, wo es jetzt heißt, so, es kommt jetzt ein neuer Abschnitt. Es kommt jetzt etwas ganz Neues. Vielleicht noch etwas ganz Unerforschtes, etwas Unbewusstes, was jetzt in deinem Leben Raum nehmen möchte. Ein neues Kapitel. Und da braucht es jetzt erstmal eine Bereinigung, eine Klärung mit dem Wasserelement. Der Wasserkelch zeigt dir hier, ja, nimm wirklich viel reinigende Bäder, mach ein Wasserritual, mach ein Salzbad. Verbinde dich die Woche ganz bewusst mit dieser Energie. Da möchte sich wirklich ganz viel befreien. Etwas geht auch seinem ganz natürlichen Ende zu, ja, wo du spürst, aha, das läuft jetzt so nicht mehr weiter. Vielleicht auch ein Muster, ein emotionales Muster, ein Imprint, was ich jetzt lösen, befreien darf, damit jetzt das Neue kommen kann. Vielleicht siehst du das noch nicht. Es geht auch noch gar nicht darum, gleich schon in das Neue reinzugehen. Es geht ja hier noch um Abschied. Vielleicht auch wirklich Abschied zu nehmen von jemandem, von etwas. Das mag so ein bisschen traurig stimmen, aber es heißt, gib dich in dieser Transformation. Gib dich ganz bewusst hin. Steige in diesen Wasserkelch und lass dich von den Wasserdrachen, von den Engeln. Guck mal, Gabriel kam. Ich finde es wieder ganz spannend. Etwas, um dich mehr in deine Lebendigkeit wiederzubringen. Vielleicht mag etwas ganz Neues Raum nehmen, wo sie dich jetzt hinführen. Was dich jetzt vielleicht auch noch ein bisschen traurig stimmt. Ja? Aber Fakt ist, dass diese Situation oder diese Energie oder dieses Muster kannst du oder geht so nicht mehr weiter. Denn ein ganz klarer Neubeginn, ganz klarer Neuabschnitt. Und vielleicht mag sich das eben bis zu dieser nächsten kommenden Woche mit diesem großen Venus-Download und auch dem Vollmond, was dann da stattfindet, bis dahin klären. Aber nimm dir diese Woche Zeit, dich ganz viel mit Gabriel und mit dieser Engelenergie, deinem Herzen zu verbinden. Ja? Vielleicht waren bisher auch zu arge negative Musterstrukturen noch, wo dich auch ein bisschen geblockt haben auf der emotionalen Ebene, auf deiner Gefühlsebene. Wo es jetzt heißt, du kannst jetzt nicht mehr so voranstürmen. Innehalten, klären und ich finde es ganz spannend, denn hier kommt nämlich auch die Stop-Karte, ja, von den Cards of An. Ich zeige mal kurz, also hier, wo ich wieder gefragt werde, die Drachenweisheit und das sind die Tarotkarten vom Ciro Marchetti. Die Cards of An gibt es hier in Deutschland nicht. Ja, die sind von der Solara und direkt von Peru aus ihrem Zentrum. Und sie sagen dir hier, das sind die Alertkarten, also Achtung, was gilt es zu beachten, auch im Thema Dualität. Entweder stoppt jetzt automatisch etwas, ja, weil es dir ganz klar sagen will, nee, 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 no, 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 so geht's nicht mehr, ja, damit du hinfühlst, damit du dich klärst und reinigst und Gabriel anrufst, die Engel, damit du wieder mehr in eine Lebendigkeit kommst. Vielleicht waren eben zu arge
auch beruflich oder privat, partnerschaftlich, Themen, die dich belastet haben, zu starr werden haben lassen. Zu Kosten, zu Lasten der Lebendigkeit und eben dem, was da jetzt kommen mag. Aber das wird sich jetzt erst zeigen. Jetzt ist es erstmal Stopp. Ganz klar. Reinigung, gib dich hin. Spüre. Frage nach die geistige Welt. Oder lass dir helfen. Vielleicht ja durch einen Berater. Also auch gerne unterstütze ich natürlich hier mit Beratungen. Readings, was auch immer, Aktivierungen, deinen Weg zu gucken, okay, was stoppt da jetzt oder was sollst du stoppen oder was wird jetzt gerade auch gestoppt, was jetzt dir nicht mehr förderlich ist. Manchmal braucht es auch, wenn man zu sehr in diesem Arbeitsmodus ist oder eben weitermacht, ja, obwohl man eigentlich schon ganz klar ein Gefühl bekommen hat, nee, nee, das ist nicht gut. Oder der Mensch, die Beziehung oder dieser Ort oder auch ein Beruf, das ist jetzt nicht gut. Kläre es und schau, was will sich jetzt hier abschließen. Vielleicht auch ein Projekt jetzt erstmal zu Ende bringen, damit das Neue dann starten kann. Ja? Aber wie gesagt, eine große Reinigung und Transformation. Geb dich dem hin, denn wenn wir dem uns nicht bewusst auch hingeben. Ihr wisst, dann kriegen wir es nachdrücklich, dass uns dann von außen auch ganz klare Steine in den Weg gelegt werden, sinnbildlich. Das hat ja immer nur spiegelbildlich zu tun, zu sagen, hey, guck hin, ja, löse auch hier mal emotional, dass du wieder in den Fluss kommst und in dein Herz und in das Neue, wo wir dich hinbringen möchten oder etwas noch sich öffnen möchte. Ja, wo du vielleicht bisher nicht hingeschaut hast, nicht hingefühlt hast, weil du zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt warst oder eben weiter in der Tretmühle warst oder bist, ja? Und dann kriegen wir es ein bisschen deutlicher gesagt, wenn wir es nicht freiwillig tun. Also nutze diese Woche, um zu gucken, zu klären. Auch, wie gesagt, wir müssen es nicht immer wissen, ja? Was denn dann da ist, das wird sich uns dann zeigen oder dir klar werden, vielleicht dann erst in der nächsten, in der kommenden Woche. So, schauen wir rein. Zweite Botschaft hier mit diesem wunderschönen Türkisen. Ah, das ist auch so, das sind ganze Welten darin, wunderschön. Und ich werde jetzt auch hier noch mehr Infos auch geben, dann zu den Andaras. Ich möchte noch mal betonen, es gibt auch hier viel anderes, was hier kursiert, natürlich im Netz. Das sind wirklich echte Monoatomic Andara Crystals, die etwas ganz Spezielles sind. Das sind keine Steine in dem Sinn und auch keine Edelsteine. Ja, es sind wirklich Kristalle, die unpolar schwingen und aus ganz vielen Elementen zusammengesetzt sind und deswegen arbeiten sie enorm im Quantenfeld mit uns und auf DNA-Ebene. Und sie kommen jetzt wieder. Schauen rein. Drachenbotschaft, hier geht es auch um die Stille. Schau mal. Der pinkfarbene Drache, das ist auch ganz viel die Herzenergie, die Liebe. Und hier geht es auch ein bisschen um deinen Zeitplan. Ne? Die Sanduhr zeigt mir auch immer hier an, so ein bisschen Zeitplan, göttlicher Plan, Lebensplan. Geh in die Stille. Nutz diese Woche. Irgendwas scheint uns wieder vorzubereiten. Ja? Hier fängt wieder irgendwo ein neuer Zyklus an oder ja, wo uns sagt, wir brauchen jetzt auch viel Reflexion. Wir schauen auch gleich mal rein. Aha, hier kommen die drei der Münzen. Die drei der Münzen, hier siehst du einen Mann, der ganz konzentriert hier an einer Scheibe arbeitet, an seinem Werk. Ja, und das heißt, wir gucken mal rein. Oh, der See der Unreali Sea of Unreality. Das ist sehr, sehr spannend. Weil das hat mehrere Bedeutungen. Weil es hat ja immer einmal die Bedeutung, wenn ich es schon erlöst habe, was die
Botschaft für die Einheit ist, also wenn wir dann in die höhere Ebene das transformiert haben oder wenn wir noch zu sehr in der Dualität sind. Ich muss es mal kurz ablegen. Das heißt hier, schau mal hin, wenn es unerlöst ist in der Dualität, hast du vielleicht das Gefühl, irgendwie alles ist verquer. Ja? Du fühlst dich irgendwie nicht verbunden, du fühlst dich irgendwie, als wäre das alles unreal, was um dich herum passiert. Vielleicht hast du auch zu viele Dinge, Themen, Projekte, Sachen ne, laufen oder zurzeit Anforderungen, die dich ganz wirr machen, ganz konfus machen, dass du das Gefühl hast, ja, man ist so wirklich wie in so einem See, was ist was, wo ist was, was ist meins, was ist nicht mehr meins. Also man fühlt sich da so total am Schwimmen und ja, unrealistisch. Alles fühlt sich wirklich ein bisschen seltsam an, um dich herum, in dir. Ja, dann heißt es hier deswegen, kommt der Herzdrache, geh in die Stille. Geh in die Stille, schau, setze Prioritäten, filter mal raus, konzentrier dich wieder. Die 3 sagt hier ja auch Verbindung, Kommunikation, aber auch Detailarbeit. Bringe dich zurück zu ganz einfachen Dingen. Geh in die Stille, mach etwas, wo du dich auf eine Sache fokussierst, damit du wieder in die Klarheit kommst, wieder spürst, okay, das ist doch mein Weg. Ja, also das hat auch ein bisschen mit Verzettelung unter der 3, wenn die 3-Energie zu sehr Raum nimmt, dann verzetteln wir uns auch gerne. Kommunikation, aber eben vor allem mal mit dir, auch mit den Aspekten, auch in die Balance zu bringen, das Materielle, das Spirituelle, die Emotionen, also die Gefühlsebene, Partnerebene. Also vielleicht ist hier einfach zu viel Action einfach. Stille in die Ruhe und dann gucke, konzentriere dich, fokussiere dich auf eins. Was ist jetzt wichtig? Und manchmal hilft es ja wirklich, dann ja ganz einfache Dinge zu machen, nochmal Rasen zu mähen oder ja Fenster zu putzen, ja so einfach so Dinge zu tun, wo man ja, wie so in den meditativen Zustand kommt, wo man sich auf eine Sache einfach konzentriert und das tut, damit man wieder so eine Klarheit kommt. Andererseits heißt es auch, wenn du das in die Einheit bringst, dann fühlt sich für dich alles stimmig an. Du bist komplett in der Einheit, aber um dich herum ist es einfach wie, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt irgendwie ein ganz anderer Film, was die anderen machen. Aber du bist bei dir, du bist ganz eben bei deiner Sache, du bist ganz bei dir angekommen und in deiner Energie. Das heißt auch, dass dich hier auch dann etwas ruft. Eine Aufgabe, einer Sache, einer Ebene jetzt ganz besonders Aufmerksamkeit zu geben. Das findest du aber nur, wenn du dich wirklich in die Stille begibst. Das heißt auch wirklich von dem Lärmgeschehen im Außen immer wieder mal zurückziehst, nach innen lauscht, auf dein Herz hörst, ja? Weil wie gesagt, vieles kann um dich herum diese Energie erzeugen. Und finde du deinen Fokus, welche Ebene? Vielleicht ist für dich in dieser Woche das Spirituelle wichtig oder die Partnerebene, das Emotionale oder auch das Körperliche, das Materielle. Ja? Spür einfach rein, was dich jetzt hier ruft oder wo es dich hier hinzieht, was jetzt wichtig ist, wo du wieder deine Konzentration, deinen Fokus darauf lenken sollst und dich damit dann auch beschäftigst. Und dann fühlst du dich wieder rund, dass du dich in dir völlig eins fühlst und in deiner Realität. Es ist ja alles eine Wahrnehmungssache und das ist es halt. Es ist im Moment sehr viel Verwirrung, weil ja so vieles zusammenbricht. Ja, an Zeitlinien, an Dimensionsfelder, an alten Mustern, Strukturen auch im Außen. Es ist sehr viel chaotische Energie.
Und von daher fühlt sich das dann alles so unrealistisch an, wobei das wieder so ein, für mich ja ein Unwort ist, weil die Realität, die wirkliche Realität, die urwirkliche Realität ist sowieso die göttliche. Wenn wir mit unserem Ich Bin verbunden sind, meditieren, im All-Eins sind, mit dem Göttlichen, das ist die wahre Realität. Alles andere ist sowieso nur eine Projektion, eine Illusion, wo wir alles ja, manifestieren. Ja? Also von daher, was ist real? Finde du deine Realität, das, was dich erfüllt und vor allem wichtig, Konzentration, Fokussierung auf eins, auf eine Ebene, auf eine Sache, auf ein Projekt, was auch immer. Finde es in der Stille. Und es hat auch ja etwas mit deinem Lebensplan oder ja, der Zeit zu tun, ne? Weil die Sanduhr hier für mich auch immer Zeitabläufe angeben, ne? Und auch, dass du alle Zeit hast. Es spielt keine Rolle, ja? Du bist dann wieder im Einklang mit dir und deiner Realität, deinem Lebensplan. Und dann läuft die Zeit wieder für dich und nicht das Gefühl, die Zeit läuft einem davon, weil man eben wieder zu zersplittert ist und da und hier und dort und das. Und eigentlich bin ich wieder in Feldern, die mich ganz wirr und wuschig machen. Das ist auch so ein Thema. Also schaue. Und dafür hast du ja hier diesen wundervollen türkisenen Andara, der dich hier ganz klar auch in die Konzentration bringt. Schauen wir noch in die letzte Botschaft hier, in diesen Engelsflügel hinein. Ich entdecke ja auch immer wieder neue Symbole und Zeichen in den Andaras. Wunderschön. Und der Cosmic Eyes bringt ja auch die Klarheit, ne? Verbindet auch mit dem Akasha-Feld und Gabriel auch und diesen Elohim vom weißen oder kristallinen Strahl. So, schauen wir hinein, deine Drachenbotschaft, und du bekommst den Feuerkelch. Also auch Reinigung durch den Feuer, Feuerelement, hatten wir ja auch, glaube ich, im letzten Wochenorakel auch schon, Feuer. Feuerkelch, Reinigung, Klärung, hier geht es ja auch um Emotionen, aber hier mal auch mehr den männlichen Aspekt. Das Wasserelement ist ja immer das weibliche Gefühle und hier ist auch Gefühle, aber mehr dann so diese auch Mut, Kraft, Handlungsebene ins Handeln dann kommen. Auch wieder so in die, ja, wofür entzünde ich mich? Wofür brenne ich mich und mich nicht mehr verbrennen lassen für etwas? Also Reinigung, Feuer, aha. Du stehst auch an einem Wendepunkt. Hier haben wir die 10 große Arkana mit dem Rad des Schicksals. Auf und ab der Kompass, hier die Lebensuhr mit den Sternzeichen drauf. Also für dich beginnt auch ein neuer Zyklus. Du hast es jetzt vor allem selbst in der Hand. Das Rad des Schicksals heißt, du bist jetzt auch direkt in Verbindung mit deinem Zeitplan, Lebensplan, Schicksalsplan. Das können auch jetzt immer schicksalhafte Begebenheiten anzeigen. Aber schaue hin, was dir das Schicksal ja, schickt, ja, also dein, das Göttliche dir schickt. Nimm es an. Das heißt auch, dass wir selbst aktiv sein können und dürfen. Also nicht alles jetzt ohnmächtig wieder ausgeliefert zu sein, sondern du bestimmst ja auch ganz klar mit, wie gehst du damit um, was dir geschickt wird und was du dir selbst manifestierst. Also auch selbst Schöpfer, Schöpferin zu sein hier in deinem Schicksalsrad. Ja? Ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also nicht hier so dieses alles hinzunehmen, also ich meine jetzt hier so inaktiv zu sein, so passiv, so opferrollemäßig, sondern ganz klar zu schauen, was muss ich jetzt hier läutern in mir, auch in meinen Gedanken,
in meiner Handlungsfähigkeit, also hier muss es ja auch noch was, hier interessant, die zwei sind so ein bisschen ähnlich. Es geht hier beides um neuen Abschnitt, wobei hier kommt ein natürliches Ende und braucht es jetzt noch diese Transformationszeit und hier drehst du schon an deinem Rad. Also hier kannst du schon viel aktiver eingehen, gestalten, ja, mitwirken. Aber auch hier braucht es Läuterung, Befreiung durch eben diese Herzkraft, Lebendigkeit und nicht dieses ohnmächtige, ja, das ist jetzt wieder alles karmisch oder schicksalhaft. Nein, hier bist du selbst jetzt aufgerufen, mit aktiv zu sein. Es gibt schon natürlich, sag ich mal, grob festgelegte Dinge, die wir uns ja selbst festgelegt haben im Lebensplan. Aber der Rahmen, wie wir das machen und wie wir das erfüllen, das obliegt ja jedem von uns. Dafür haben wir auch den freien Willen. Und hier kommt auch pour me, umgekehrt pour it on me. Das heißt eben nicht armes Ich, oh je, poor me, ich bin so arm, das Opfer, jetzt passiert dies, ich bin so ausgeliefert. Nein, dreh es um. Das heißt, hier wieder in die Einheit zu bringen, in 5D. Ja, bring es auf mich, ich nehme es an, ich bringe es auf den Weg. Oder wenn ich sage, das Schicksal, ja, bring es zu mir, das Gute, jetzt, ich bin bereit, neue Wege zu gehen. Ich bin bereit, mich zu befreien von alten Mustern, Glaubenssätzen, was auch immer mich noch behindert. Jetzt hier mein Schicksalsrad neu zu drehen. Jetzt habe ich die Chance. Ich stehe wieder an so einem Wendepunkt, an einer Schnittstelle, klare Herzentscheidung auch zu treffen. Pour it on me. Das ist dein Satz, nicht, oh je, ich arme, sondern nein, ich gehe es an. Das Gute kommt jetzt zu mir. Ja, ich verwandle es in etwas Gutes. Ich nutze meine Ich-Bin-Kraft. Ich nutze meine Schöpferkraft. Bring es an mich. Ja, also das auch wirklich richtig wie so ein Ruf zu sagen, ja, hier, ich nehme es an, ich bin bereit, ich nehme mein Schicksal an, ich mache was draus, ich nehme die Chancen und schaue, das, was halt nicht funktioniert oder das, was nicht mehr gültig ist, verbrenne ich. Dann mach hier auch ein kleines Kerzenritual, Feuerritual, verbrenne, schreib auf, verbrenne es, aber bitte aufpassen bei solchen Sachen natürlich, ja. Oder auch eine Meditationsreise zu machen. Steig in den Feuerkelch mit der violetten Flamme, reinige dich, miste aus mit alten Mustern, Denkmustern, Fühlsmustern, das alte Rad abkoppeln und dann neues Glück, ein neuer Zyklus darf auch hier beginnen. Nimm es an und sei bereit. Ja, spannend. Spannend, spannend, was uns hier wieder diese Woche erwartet oder vielmehr schon wieder so ein Vorläufer ja auch ist. Ich sehe das jetzt schon wieder als Vorbotschaft für diese nächste Woche und dann auch haben wir ja auch dann sowieso den Übergang, da haben wir ja ganz stark die Ahnenenergie mit der Skorpionenergie dann ganz intensiv. Auch Merkur läuft ja dann in Skorpion. Ja, wir haben ganz viele Wechsel. Auch übrigens der Jupiter im November passiert sehr, sehr viel. Geht dann in sein eigenes Zeichen, in den Schützen. Hurra! Ganz viel Glücksenergie kommt dann zu uns für das kommende Jahr. Also auch hier, aber da werde ich dann im November wieder Einschwingungen und ganz viel tolle auch Workshops und Webinare anbieten und Einschwingungen. Immer für jeden was dabei. Hoffe ich doch. Freue ich mich auf dich, auf euch, auf eure lieben Kommentare. Und natürlich, wenn ich dich begleiten darf in einem Reading, in einer Beratung oder einer Aktivierung deiner Sternenlichtcodes oder was auch immer,
Gerne. Und in diesem Sinne, eine wundervolle, hochschwingende Woche mit Lebendigkeit und viel Herz. Und ja, Herzenstüren weit offen. Alles Liebe, tschüss und bis bald.